Das sind die LTV-Themen am Montag. Cottbuser Kindermusical feiert 45. Geburtstag. 100 Harleys donnern durch den Spreewald und Energie Cottbus gewinnt Testspiel gegen SG Burg. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Du hast Interesse an der Fernsehbranche? LTV hat noch Plätze für Praktikanten frei. Bewirb dich jetzt! Der 14. Brandenburg-Tag am Wochenende in Spremberg war ein Erfolg. Zu diesem Fazit kommt die Landesregierung. Rund 80.000 Gäste aus ganz Brandenburg, aus den Nachbarländern Berlin und Sachsen sowie aus Polen hatten das zweitägige Landesfest in der sogenannten Perle der Lausitz besucht. Ein erster Höhepunkt war der große Festumzug. Der bunte Reigen wurde von Vereinen, Verbänden und Organisatoren sowie Freiwilligen aus der Stadt organisiert und gestaltet. Historische Figuren und Spremberger Originale gaben Einblicke in die Stadtgeschichte. In den verschiedenen Festbereichen wurde zudem eine Vielzahl von Veranstaltungen geboten. Eingeheizt wurde den Besucherinnen und Besuchern am Samstag mit Bands wie Keimzeit oder Six. Wir haben ein lebendiges, fröhliches und innovatives Fest erlebt, so Ministerpräsident Dietmar Woidke. Zudem hätte sich jeder davon überzeugen können, dass die Stadt Spremberg heute attraktiver sei denn je. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zur LTV aktuell am Montag. Trotz dieser schönen Bilder gab es aber auch vereinzelt Kritik an der Organisation. Viele Spremberger fragten sich, warum ein Brandenburg-Fest unbedingt von zwei Berliner Agenturen ausgerichtet werden musste. Zumal die erwarteten 100.000 Zuschauer bei weitem nicht erreicht wurden. Es hätte zu wenig Werbung gegeben, sodass einzelne Festbereiche nur schwach besucht waren. Soweit zum Brandenburg-Tag. Vielen Dank übrigens an das Stadtfernsehen Spremberg für die Bilder. Und damit zurück nach Cottbus. Auch in unserer Stadt wurde gestern gefeiert. Große Musik für kleine Leute. Das Cottbuser Kindermusical feierte gestern nicht nur sein traditionelles Sommerfest, sondern auch sein 45-jähriges Jubiläum. Hier zeigten die Schüler aller Klassen, was sie schon drauf haben. Sogar die Jüngsten durften zum ersten Mal die Bühne vor einem großen Publikum betreten. Bei uns gibt es 8 Ausbildungsklassen und die kleinen 5,5 bis 6 Jahre fangen an in der Grundausbildung mit Bewegung-Rhythmus-Schulung und mit Chor-Stimmbildung. Und so entwickelt sich das bis zum Alter von 18 Jahren, wo dann noch klassisches Ballett- und Schauspielunterricht dazukommt. Und ich denke mir, das sind so die Grundvoraussetzungen und die drei Säulen des Musicals. Und wir nennen uns ja nicht umsonst Cottbuser Kindermusical, sondern wir verwirklichen es, wir praktizieren es und wir können das, was wir heute beim Sommerfest sehen, auch sagen, das machen wir mit Erfolg und ich hoffe, dass wir das noch viele, viele Jahre machen. Auch die 14-jährige Jill Mattig ist schon seit 5 Jahren mit Leib und Seele dabei und ein echter Profi im Singen und Tanzen. Im Cottbuser Kindermusik kann man singen lernen, tanzen lernen, Schauspielern lernen und das Performen auf der Bühne generell. Es bedeutet für mich, die Zuschauer zu begeistern und denen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Doch um so ein Programm bühnenreif zu gestalten, ist Kreativität und viel Engagement gefragt. Hinter den Kulissen passiert natürlich viel und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir einen Förderverein haben von Eltern, von Freunden des Kindermusicals, die in ehrenamtlicher Art und Weise uns unterstützen beim Bühnenbau, bei der Schneiderung, bei Kostümen, bei vielen anderen Dingen, heute beim Kuchenbazar, beim Kaffeestand, beim Glücksrad, beim Schminken und beim Basteln. Und das ist das, was uns eigentlich zu einer unheimlich großen Familie macht und nur so funktioniert. Auch bei den Jüngsten ist die Begeisterung zu spüren. Nur können sich einige noch nicht so richtig entscheiden. Was hat dir heute am meisten Spaß gemacht? Das Tanzen. Nein, das Singen. Also ich fand das Regenwetterlied sehr schön, weil ich habe das selbst mal getanzt und es war sehr amüsant, da nochmal zuzusehen. Wo ich getanzt habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Neben dem Programm gab es auch noch andere Highlights. Bastelstraße, Glücksrad und Schminkstube zogen die Aufmerksamkeit der jüngeren Zuschauer an. Doch letztlich begeisterte alle nur eins: die Musik. Jeder fängt an, jeder muss mal ran. Du brauchst dazu nur ein bisschen Mut. Jeder fängt an, egal ob
Auch Brandenburg will von der geplanten Pkw-Maut auf deutschen Straßen etwas abhaben. Mit knapp 5.800 Kilometern Landesstraßen stehe das Land vor der Riesenaufgabe, diese Verkehrswege zu erhalten. Rund zwei Drittel davon sind nach der Wende noch immer nicht grundhaft ausgebaut worden, so Verkehrsminister Jörg Vogelsänger. Ein Teil der Einnahmen müsse daher auch den Ländern zugutekommen. Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte heute ein Mautkonzept vorgestellt, das sowohl deutsche als auch ausländische Pkw-Fahrer belasten soll. Im Gegenzug soll für inländische Fahrer jedoch die Kfz-Steuer gesenkt werden. Ob und wie über 100 Harley-Fahrer mit dem Straßenzustand am Samstag rund um Burg zurechtgekommen sind, haben sie uns nicht verraten. Auf jeden Fall waren die chromblitzenden Maschinen weder zu überhören noch zu übersehen. Bikerhochburg Spreewald. Mehr als 100 Harley-Davidson-Biker aus ganz Deutschland machten am Samstag den Spreewald unsicher. Vom Fatboy über die Nightrod bis hin zur Ultra Limited. Das Aufgebot an Maschinen war riesig. 10 Uhr hieß es dann Highway to Hell. You got to tell me that I'm right to follow you in your direction. You got to tell me that I found a new way to win you over. Ohne flammenden Hinterräder, dafür aber ganz nach dem Motto Freiheit und Abenteuer, ging es von Boog über Straupitz nach Goyerz. In einer langen Karawane fuhren die Biker über die Dörfer. Es gab kaum einen, den die PS-Löwen durch ihren Motorensound nicht in ihrem Bann zogen. Weiter ging es über Friedland bis nach Eisenhüttenstadt. Von dort anschließend wieder zurück. Ausgeknattert wurde der Tag mit interessanten Benzingesprächen. Einen kapitalen Schaden von rund 15.000 Euro gab es heute vermutlich aufgrund einer Unaufmerksamkeit. Während des Fahrspurwechsels kollidierten gegen 11 Uhr auf dem Stadtring kurz vor dem Blitzer ein LKW und ein PKW miteinander. Verletzt wurde jedoch niemand. Dass in Cottbus und dem Umland nahezu jeden Tag ein Auto gestohlen wird, daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Dass nun aber auch Paddelboote verschwinden, ist relativ neu. Durch Unbekannte wurde in den gestrigen Mittagsstunden im Burger Barfußpark ein Zweisitzer und Paddel entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Und wir bleiben gleich in Burg. Zum Glück hat unser nächster Beitrag nichts mit Kriminalität zu tun. Es geht um Fußball. Am Samstag trafen dort zwei Mannschaften aufeinander, die beide zurzeit in einer schwierigen Umbruchphase sind. FCE die Dritte. Zu einem etwas anderen Derby kam es am Samstag auf dem Burger Sportplatz. Im Rahmen der Trainingsvorbereitung stellte sich Energie Cottbus dem Landesligisten SG Burg. Doch die Ergebnisse waren an diesem Nachmittag eher zweitrangig. Im Vordergrund stand der Spaß und ein gutes Spiel. Für die SG Burger war es vor allem eine Ehre, gegen die Profimannschaft Energie Cottbus zu spielen. Ja, ist schon mal was anderes, ist schon was Cooles. Natürlich gegen Energie Cottbus ist das klar, dass wir da ziemlich unterlegen sind und mehr in unserer eigenen Hälfte sind. Ja, ist immer schon was Besonderes, gegen, sag ich mal, eine hochklassige Mannschaft zu spielen und ja, macht schon recht viel Spaß, aber die Jungs sind eigentlich besser, denke ich mal, als nächstes Jahr aus der Mannschaft aus der zweiten Liga. Ehrgeizig, geschickt und hoch motiviert. So traf der Landesligist zu Beginn der ersten Halbzeit auf. Energie Cottbus tat sich zunächst etwas schwer. Mit dem starken Auftreten der Burger haben sie anscheinend nicht gerechnet.
Doch nach 7 Minuten die Erlösung. Zumindest aus Cottbuser Sicht. Patrick Wolf verwandelt das 1:0. Abschrecken ließen sich die Bugger davon nicht. Hartnäckig und entschlossen gingen sie weiter in die Zweikämpfe. Bis zur 35. Minute konnten sie mithalten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat Burg dann anscheinend schon abgeschalten. Fast hintereinander erzielte der FCE 2 Treffer. Allerdings unter den derzeitigen Umständen bei der SG Burg ein vertretbares Zwischenergebnis. Die halbe Mannschaft hat sich abgemeldet. Und auch der langjährige Trainer Patrick Hendrick verlässt den Verein. Er ist allerdings aus beruflichen Gründen gezwungen zu gehen. Ja, das ist schnell erklärt. Mein beruflicher Mittelpunkt ist jetzt Dresden und ist natürlich ein Riesenaufwand, dann da zu übernachten, dann zum Training, das Training machen, wieder zurück nach Dresden, wieder da übernachten, wieder das Training. Das ist ein Rhythmus, den man nicht dauerhaft machen kann. Ich habe das jetzt eine Saison durchgezogen und festgestellt, dass dann doch vieles auf der Strecke bleibt. Ja, Familie habe ich auch, einen kleinen Sohn. 4 Jahre, Großer hat heute ja nochmal mitgespielt. Insofern war es folgerichtig, dass ich kürzer trete, auf jeden Fall. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann doch mal wieder in abgespeckter Form irgendwo in Erscheinung trete. Sein Herz wird aber auch weiterhin für die SG Burg schlagen. Deshalb heizte Hendrik seine Mannschaft in der Pause noch einmal an. Mit dieser Motivation schmiss sich Burg zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal in die Partie. Doch schon nach wenigen Minuten verließ sie die Kraft. Cottbus hingegen fand jetzt so richtig ins Spiel. Fast alle Zweikämpfe gewann mittlerweile die Rot-Weißen. Vor allem der eingewechselte Tim Kleindienst lieferte ein überragendes Spiel ab. Zahlreiche Chancen und gleich 2 Tore gingen auf sein Konto. Aber auch der Rest der Mannschaft und vor allem die neuen Spieler wie Anton Makarenko überzeugten. Am Ende ging Cottbus mit 8:0 vom Platz. Somit setzten sie ihre Siegesreihe bei den Trainingsspielen weiter fort. Ja, vor allem in diesen Spielen ist es nicht selbstverständlich, dass man immer die richtige Einstellung findet. Ne? Bei so Testspielen, gerade noch bei den Temperaturen, die wir heute hatten, gegen unterklassige Gegner, ist es entscheidend, dass du gut ins Spiel reinkommst, dass du das Spiel so annimmst, wie es eben ist. Und das zeigt mir, dass die Mannschaft eine gute Mentalität hat. Das hat sie jetzt 3-mal hintereinander gut geschafft. Doch die Kaderplanung ist noch lange nicht abgeschlossen. Weiterhin fehlen Spieler in der Abwehr sowie im Mittelfeld. Und auch ein weiterer Stürmer ist gern gesehen. Warum sich da eigentlich nicht mal beim Landesligisten SG Burg umschauen? Also ich finde generell, dass die Jungs das gut gemacht haben. Sie haben sich gut gewehrt und haben versucht, uns das Leben schwer zu machen. Das ist ja auch vollkommen okay so. Ob wir jetzt da einen von verpflichten, kann ich noch nicht sagen. Etwas Zeit ist ja auch noch. Doch bereits am 26. Juli bestreitet Energie das erste Pflichtspiel gegen Osnabrück. Somit bleibt dem Verein noch 2 Wochen Zeit, um den Kader zu kompensieren und ihn fit zu machen für das Mammutprojekt Wiederaufstieg. Weg. Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis. Die Agentur für Arbeit Cottbus erwartet morgen alle Jugendlichen zu einer Ausbildungs-Speed-Vermittlung. Von 8 bis 16 Uhr stehen den Schülerinnen und Schülern, die noch in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen wollen, 10 Arbeitgeber zur Verfügung. Das war's für heute. Morgen sind wir unter anderem beim ersten offiziellen Pressefoto der neuen Energiemannschaft dabei. Zumindest optisch gibt es dann noch einmal einen genauen Überblick. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Mein Papa kauft seine Uhr bei Fiedermann. Meine Mama kauft bei Fiedermann ihre Uhren und sogar den Schmuck. Und mein großer Bruder kauft seine Uhren bei Fiedermanns. Ich wünschte, ich würde einen Wecker von den Fiedermann in meiner Zuckertüte haben. Ach, die haben ja auch so schöne Ohrringe. Wunderschöne Kinderwecker, originelle Kinderarmbanduhren und hübscher Mädchenschmuck. Alles für die Zuckertüte. Bei Ihrem Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25.
Vom 22. bis 24. August 2014 finden zum dritten Mal die Cottbusser Nächte, ein Radsport-Event der Extraklasse, statt. In diesem Jahr auch mit Live-Konzerten von Naund und The Soul Rivers. Für viele unvergessliche Erlebnisse und Spaß wird am Familiensonntag gesorgt. Nähere Informationen zu der Veranstaltung, welche von der VR Bank Lausitz EG, meine Volksbank Raiffeisenbank, präsentiert wird, erhalten Sie auf der Website www.cottbusser-nächte.de und der Facebook-Seite. Kinder bis 16 Jahre haben an allen Veranstaltungstagen freien Eintritt. Das Team der Cottbusser Nächte freut sich auf Ihren Besuch. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihr Fahrradshop Mühlenberg. Hoffentlich haben Sie heute die Sonne und die Temperaturen um die 30 Grad noch einmal genossen, denn jetzt wird's richtig nass. Schon am Abend erwarten uns teils kräftige Gewitter und jede Menge Regen. Und in der Nacht lassen diese auch nicht nach. Die Temperaturen kühlen bis auf 17 Grad ab. Am Dienstag machen die Wolken auch nur ein wenig Platz für die Sonne. Am Morgen ist es zwar freundlich, doch im Tagesverlauf nimmt die Schwüle zu. Es kann dann auch immer wieder zu teils heftigen Regengüssen und Gewitterschauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Eine Wetterbesserung ist erstmal nicht in Sicht. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119. Immer noch keine passende Lehrstelle gefunden? Dann umgehend mit der Agentur für Arbeit Cottbus in Verbindung setzen. Hol dir einen Termin bei der Berufsberatung unter der kostenlosen Hotline 0800 4 4 mal die 5 2 mal die 0. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbusser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbusser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de. Viva la Party! Malle liegt dieses Jahr in der alten Chemiefabrik Cottbus. Am 23. August steigt Brandenburgs größte Malle-Party. Viva la Party! Sommer, Sonne, Sangria, Stars und die beste Partymusik feiern Sie mit Peter Wackel, Markus Becker, Mia Julia, Icke Hüftgold und vielen mehr. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter alte-chemiefabrik.de.